Leute, was geht ab? Ich bin euer Zahi, der ist und willkommen mit einem neuen Video auf meinem Kanal. Und Nero Game ist dabei. Das erste Mal, was ich sage, abonniert Nero Game und Killer Rage Gaming TV. Und Nero, willst du noch mal ein paar Worte sagen? Was geht ab, Leute? Abonniert auf jeden Fall Killer Rage Gaming TV. Warte, ich komm gleich. Schwule Waffe. Der Zahid ist wieder am Stiesel. Hör auf, schwul zu sagen. Hä, was hab ich gemacht? Schwul gesagt. Ja. So, die Bayern gegen Sparta Moskau in der Allianz Arena. Willkommen in der Allianz Arena. Deutschland gegen Russland, Sparta Moskau gegen den FC Bayern. Man kann schon sagen, der FC Bayern hat schon fast gewonnen. Oder? Weiß nicht. Spartak Moskau ist die schlechteste Mannschaft fast. Champions League Tabelle. Keiner hat doch gespielt. Ey, mach bitte leise. Ich habe keinen Bock, dass mein Video gesperrt wird. Weil früher war es so, ich habe Musik angemacht beim Radio, gesperrt. Das wurde das Video. Die Bayern mit Neuer im Tor. In der Abwehr Kimmich, Boateng, Hummels und Alaba. Im Mittelfeld haben sie Vidal, Thiago und Thomas Müller. Und vorne haben sie Lewandowski, Ribéry und Robben. Und das Spiel beginnt. Anstoß für die Bayern. Popov. Ey, es gibt echt einen Spieler, der ist jetzt gerade Popov. Robben flitzt mal kurz gegen die Spartak Moskau Spieler und der Ball kommt von Arjen Robben rein. Boogie Bombe. Big Shelly. Bring den Gegner jetzt tanzen. Und Kimmich mit der Flagge auf Lewandowski. Schade. Der Kopfball wäre fast drin gewesen. Thiago und Ribéry. Ribéry, Robben. Schade. Komm, ich werde die Runde schnell. Ich werde zwar jetzt sterben. Sozusagen sind beide Spieler Ribéry. Super von Lewandowski. Und Robben und Lewandowski schießt mit links. Nicht drin, aber man hätte auch reagieren können, dass Lewandowski auch kein Linksfuß ist. Ach so, hier. Genauso wie Nero Gaming. Nero Gaming ist Linksfuß, das geht gar nicht. Warum geht das gar nicht? Weil du Rechtsfuß dann... Schreibst du mit links? Ja. Schreib Jaden mit links. Wir reden gerade über einen komplett anderen Menschen. Nein, schreibt Jay mit links. Mit rechts. Brr, also macht das fast gar keinen Sinn. Du und deine Schwester sind Linkshänder. Ja, hast du ein Problem, Said? Ja, hab ich. Nein, Spaß. Wenn sie Problem haben, gehen sie ins Gerichtssaal.
Bei jedem Problem ins Gesicht sein. Gesicht. Bro, ich kann das jetzt gar nicht. Bubu Gaga. Alter. Oscar. Hummels. Oscar Wendt ist 31 Jahre alt und spielt bei Borussia, ist unter Vertrag bei Borussia Mönchengladbach. Ja. Unter Vertrag. Unter Transfer. Kombarov. Promis. Und Oscar, der früher ein sehr bekannter Spieler war, spielt in Moskau, weil er seine Karriere kaputt gemacht hat. Wer hat seine Karriere kaputt gemacht? Kennst du den brasilianischen Oscar? Ja, ja. Der hat seine Karriere kaputt gemacht und spielt in Russland. Also der hat Anfang 2017 hat er seine Karriere kaputt gemacht. Wann? Anfang 2017. Jahresbeginn halt. Super gemacht von Robin! Nein! Promis ist auch sehr ein bekannter Spieler und hat sich echt gut entwickelt, aber der wurde erst letzte Saison richtig bekannt. Aber ab jetzt schon Hummel? Wieder nicht mehr. Was? Hummels? Promis. Wer? Hummels. Promis. Ist ein Niederländer. Ein Niederländer. Promis. Der hat der Anfang 2017 so mit 16, 17 die Saison, da ging er richtig ab. Und jetzt feiert ihn gar keiner mehr. Der wollte schon fast zu Man City oder so wechseln. Es gibt so einen Spieler, der in Brasilien ist, so der heißt Fred. Der wäre fast für 56, also Transfergerücht, 56,5 Millionen, werde gewechselt zu Man City. Komm, ich probier mal Wailing Woods. Fred, genauso wie Fred Figglehorn. Ach so, Fred, der spielt dann jetzt bei Manchester City. Aber nee. Die Freunde will weg, ne? Ja, ja, aber ich frag mich, warum? Weißt du, warum? Nein. Ja, aber der geht jetzt dahin, ihm ist es gerade egal, wo der hin will. Vielleicht hat er jetzt auch seine Karriere kaputt gemacht und wechselt nach China. Du kennst doch Mascherano, ne? Ja, der hat seine Karriere richtig kaputt gemacht. Der wechselt auch nach China. Also er wechselt nach China. Aber der war ja bei jedem Topstar, da kann man rechnen, dass er irgendwo anders wechselt. Das kann man verstehen, aber viele machen ihre Karriere selber kaputt und wechseln dann zu einer anderen Liga. Wie zum Beispiel Dings Oxford. Der ist ja nach Gladbach, ne? Ja, der ist nach Gladbach, dann ist er wieder zu seinem englischen Verein gewechselt. Ja, und dann West Ham und jetzt hat Gladbach den wieder ausgeliehen. Ja, aber der hat am Ende jetzt seine Karriere kaputt gemacht und spielt in Mexiko, ist aber zur Leihbasis wieder zu Gladbach. Es macht keinen Sinn. Deswegen denke ich mir. Schimmer. Hier ist ein Gegner. Und deswegen denke ich, ja, da kann man damit rechnen, dass er selber seine Karriere kaputt machen wollte. Aber wer will schon seine Karriere kaputt machen? C. Luis ist auch ein bekannter Spieler. Timo Werner rein für Lewandowski. Hummels, Alaba. Zu riskant. Der Ball kommt zu Popov. Zu wen?
zu Popo. Es gibt gerade so einen Spieler, der heißt so Popo. Werner auf Robben, 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 Latte. Werner! Mann! Torschance für Ariel, Robin nutzt die nicht. Aber eher gesagt aus Glück für Spartak Moskau. Ich dachte gerade, der Kopfball wäre safe drin. Müller! Aber safe war er nicht. Und Robin! Abgefälschte Flanke, die geht zum Moskau-Spieler. Oskar. Abseits. Robin geht da weg. Für Justin Kluivert kann er diese Partie was zeigen. Popov kommt raus für Samedov. Er kommt raus für Samedov. Kluivert. Ah, oh, schade. Werner hat den zu spät angenommen. Und jetzt Sobinin. Transfer bestätigt, dass Usman Dembele zu Barcelona wechselt. Und jetzt Müller kommt raus für James Rodriguez. Boateng, Hummels, Alaba. Hast du sein Tor gegen Leverkusen gesehen? Einfach ganz gechillig ins Eck beim Freistoß. Nee, ich habe das noch nicht gesehen. Der ist so richtig langsam. Und James Rodriguez, Tor für die Bayern. James Rodriguez. Deutschland. Bist du dumm? Tor für die Bayern. Okay. Du sagst erst so. Ach so. Tor für die Bayern durch unsere Nummer 11. Deutschland. Bist du dumm? Bayern. Digga! Ganze Bayern München Mannschaft besteht fast aus ganz Bayern. Hier ist ein Gegner. Glaube ich. Boateng. Samedov bringt die Flanke rein. Alaba. Celuis. Alaba macht das Ganze nicht gut. Eschenko. Eschenko. Da denkst du Esch. Esch. Ezekiel. Okay. Alles klar, die machen den Treffer nicht. Ansage auf Ansage. Dieses Haus war noch nicht gelootet. Das ist knapp. Alaba auf Kimmich. Kimmich auf Kluivert. Kluivert. Justin Kluivert. Und James Rodriguez. Traumtor. James Rodriguez, ein Doppelpack, aber im Flug. Macht er diese Fahrt? Kann man das irgendwie so verstehen? Warte, ich muss mit meinem Handy Dings machen. Das ist voll. Das, Leute, das ist fast wie ein Fallrückzieher. Was er gerade gemacht hat, ist fast wie ein Fallrückzieher, Tyler. Guck einmal so. Der Gib wurde. Mir das Foto mal gleich. Der. Scheiße. Ach so, mache ich gleich. Aber. Schaut dir das gleich an. Der macht das im Flug. Das ist fast wie ein Fallrückzieher, aber halt, den nimmst du Volley. Okay. Digga, wie krass. 2:0 für die Bayern. Und Ribéry. Ribéry holt sich den Ball zurück. Elfmeter.
Der Torwart foul Timo Werner. Nee, abseits. Mist. Wer spielt? Mit wem spielt er eigentlich? Bayern gegen Spartak Moskau. Also Champions League? Ja. Ja, und dann dieser. Das war fast wie aus wie ein Fallrückzieher. Aber halt, dass du den Volley nimmst. Ich schick dir gleich so ein Video. Und Justin Kluivert. Nochmal. Kluivert! Alle in den Spiel. Timo Werner. Sahid. Hacke, Ribéry, Ribéry. Timer alle deinen Freunden. Also die Jungs. Und soll mich abonnieren. Okay. Ribéry hatte die Chance. Kluivert passt aber in die Mitte zu Werner. Werner macht das Tor für die Bayern 3:0. Im ersten Champions League Spiel haben die Bayern schon gewonnen. Angeschossen. 88. Minute. Wie, was? Ribéry. Franck Ribéry. Ich schick dir gleich ein Video. Das teilst du auf Instagram. Nein, das teile ich auf Instagram. Also check gleich meinen Insta-Account. Ich heiße Zahi_7. James Ribéry. Und Werner 4:0 für die Bayern. Werner macht das 4:0 für die Bayern. Nach nur 4 Minuten macht er seinen Doppelpack. Ja, das ist richtig. Jetzt zeige ich dir, ich schick dir gleich das Bild. Ich schick dir jetzt das Bild, teile ich auf Instagram. Hammer-Tor in meiner YouTube-Karriere mache ich. Leute, also erstmal so eine kurze Verzögerung, weil dieses Traumtor. So, ich schick dir das mal. Hast du gesehen? So ein Traumtor. Die nimmt er Volley. Ja, das kann man sehen. Make me believe. Das muss auf Insta. War trotzdem ein bisschen nach. Nein, Spaß. Was mit dem Mittel? Hammer Traumtor. Leute, ich kann euch nur sagen. Check meinen Insta-Account ab. Und zwar Sahid _7. Also, das müsst ihr sehen auf Instagram. So ein Hammer-Tor.
du das Traumtor gesehen? Ja. Ist das ein Traumtor? Deiner Weise. Wäre das ein Traumtor? Weiß nicht. Also Leute, schaut mein Instagram-Account. Was ist das? Leihangebot für Felix Götze. Ja, Erzgebirge Aue, passt eigentlich. So, und ich bedanke mich fürs Zusehen und ciao.